Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Gamesumcheck Hardware. Und auch an diesem, ja, nicht ganz so tollen Sonntagnachmittag habe ich was für euch vorbereitet, was Spezielles. Es geht nämlich um dieses Thema hier, ja, ganz genau, die neue Razer Black Widow Ultimate haben wir bekommen. Was ist dran so besonders? Ich lege die mal kurz zur Seite. Die Tastatur selber ist jetzt ja schon bekannt. Ja, gibt ja schon die Black Widow seit, ich will nicht lügen, ich glaube seit 3 Jahren gibt es die im Handel erhältlich. Es gab auch 2013 eine, ja, quasi überarbeitete Version, da hat man ein paar Feinheiten vorgenommen. Darüber hinaus gibt es die Black Widow dann auch noch als Stealth-Variante, die etwas leisere Switches hat, und ich glaube, dann gibt es eine Non-Ultimate, die ein bisschen weniger Ausstattungsmerkmale hat und so weiter und so fort. Also die Tastaturserie selber ist schon etwas länger am Markt. Das Besondere an dieser 2014er Auflage ist, dass hier Razer auf hauseigene Switches setzt. Ich weiß nicht, kann man das mal hier kurz... Ich glaube, das kann man in die Kamera so ein bisschen herzeigen. Das sind die neuen Switches, nämlich die Green Switches. Diese Green Switches, das ist eine farbliche Kodierung, die von Razer selbst gewählt worden ist. Es gibt dann auch noch die in orangener Kodierung. Wo sind jetzt die Unterschiede und was hat es überhaupt auf sich mit diesen ganzen verschiedenen Switch-Typen? Also ich habe bereits ein Video dazu gemacht mit meinem lieben Kollegen, den Dominik, da haben wir darüber geredet, was mechanische Tastaturen überhaupt bringen, was sind mechanische Tastaturen, welche Switch-Typen gibt es. Da haben wir uns in erster Linie auf die Switches von Sherry, also da haben wir in erster Linie von den Switches von Sherry gesprochen, Brown, Blue, Black und Red Switches, das sind so die farblichen Kodierungen von der Sherry MX-Serie. Mittlerweile ist es aber so, dass viele Hersteller auf Alternativhersteller umgestiegen sind. Angefangen hat das Ganze so mit Tesoro, die haben unter anderem die Lobero Supreme auf den Markt gebracht, die erste mechanische Tastatur, die tatsächlich eine frei konfigurierbare Beleuchtung hat. Bisher war es also so, dass die ganzen Switch-Typen immer nur eine Beleuchtungsfarbe hatten, also zum Beispiel Rot oder auch Weiß oder Blau. Und Tesoro hat da eben die erste Tastatur, die erste mechanische Tastatur auf den Markt gebracht, wo man eben zwischen verschiedenen Farben hat wählen können. Das Ganze gibt es auch demnächst von Corsair in Kooperation mit Cherry. Die haben da eigene Switch-Typen auf den Markt gebracht. Die werden auch von der farblichen oder von der, ja, von der Ausleuchtungsqualität her etwas besser sein, weil das nämlich tatsächlich durchsichtige Switch-Körper-Chassis sind. Und ja, entsprechend schaut das Ganze ein bisschen hübscher aus, als wenn man nur eine LED drauf knallt, die eben 16,7 Millionen Farben darstellen kann. Ja, nichtsdestotrotz, also wie gesagt, Tesoro hat so ein bisschen diesen ganzen Anstoß gemacht. Das Ganze kam eben von Fremdhersteller, und Razer hat jetzt eben vor 2 Wochen, also ungefähr so Anfang März, kam die Pressemitteilung, ja, wir haben jetzt auch eigene Switch-Typen. Also gleich vorweg, ohne dass das jetzt irgendwie böse klingen soll, die Switches selber sind natürlich nicht von Razer gefertigt, also die werden nicht bei Razer im Haus gefertigt, sondern da wird ein Fremdhersteller eingesetzt, und die Switches werden dann einfach nur entsprechend gebrandet. Und zum Beginn dieser hauseigenen Serie hat man eben 2 verschiedene Switch-Typen auf den Markt gebracht. Einmal die mit grüner farblicher Kodierung und dann die Orange-Switches, damit man sich auch so ein bisschen farblich eben von dieser Sherry MX-Serie abgrenzt. Interessanterweise ist es aber so, dass die Switch-Typen selber sich wiederum stark orientieren an dem, was man von Sherry kennt. Also konkret, wir haben hier das Modell mit den Green Switches bekommen. Die mit den Orangenen, glaube ich, gibt es noch gar nicht. Zumindest jetzt noch nicht als Testmuster verfügbar. Wir haben auch übrigens hier eins mit OS-Layout bekommen, also ein deutsches Layout gibt es auch noch nicht. Also es wird alles noch ein bisschen dauern, aber so ab April sollte dann die Black Widow zumindest in Razer Store verfügbar sein mit deutschem Layout und mit den Green Switches und etwas später dann natürlich auch mit den Orange Switches. Die Green Switches orientieren sich sehr stark an den MX Blue Switches. Das ist deswegen sehr interessant, weil die Razer Black Widow bis jetzt eigentlich mit den MX Blue Switches ausgeliefert worden ist. Also sprich Switches mit einem taktilen
Widerstand, also die Tactical Switches, wie man auch so schön sagt in Englischen. Und hier ist es so, dass man wirklich einen spürbaren Widerstand hat. Razer selber hat natürlich auch ein paar Vorteile genannt gegenüber der MX Blue Switches von Sherry. Unter anderem, da wäre einmal der Auslöseweg oder der Punkt, wann das Teil auslöst. Da haben wir bei den MX Blue Switches 2,2 Millimeter Auslöseweg und Razer gibt das Ganze mit 1,9 mm an. Natürlich ist da immer plus minus 0,4 mm. Ja, das ist so diese Toleranz, die was man mit einberechnen muss. Ja, das ist halt schon ziemlich krass, wenn man drüber nachdenkt, diese Zahlen. Es werden sich natürlich viele fragen, ja, merkt man diesen Unterschied? Und nein, merkt man nicht. Also ich habe mit der neuen Black Widow, mit der 2014er Version jetzt schon ein paar Tage gezockt und auch geschrieben. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt keinen großen Unterschied gespürt im Vergleich zur 2013er Version, die eben mit diesen Blue Switches ausgeliefert wird. Razer selber natürlich sagt, ja, dadurch, dass der Auslöseweg etwas kürzer ist, kann man noch mehr Anschläge pro Sekunde bekommt man da raus und ebenfalls, was für die neuen Switches von Razer sprechen soll, ist die Haltbarkeit, denn wo die MX-Serie von Sherry nur unter Anführungsstrichen 20 bis 50 Millionen Anschläge schafft, schaffen die neuen Switches von Razer 60 Millionen, also die Green und die Orange Switches. Ich muss ehrlich sagen, man kann das nicht unbedingt so auf dem Papier stehen lassen. Also zunächst einmal die Blue Switches von Sherry schaffen auch durchaus mehr als 20 Millionen Anschläge. Das ist auch schon mehrmals bestätigt worden. Das ist auch nur ein grober Richtwert, muss man an dieser Stelle sagen. Also da geht es darum, dass man sich halt auch ein bisschen absichert. Und Faktum ist, man muss erstmal diese zig Millionen Anschläge erst einmal schaffen. Also wir haben das mal echt durchgerechnet. Also ich glaube, mit den MX Blue könnte ich alleine schon 6-7 Jahre arbeiten, bis möglicherweise so ein Switch den Geist aufgibt. Bei Razer wären das dann, weiß ich nicht, 30 Jahre oder so. Also das sind das einfach nur noch so schöne Marketingzahlen. Ich möchte das jetzt nicht schlecht reden, aber man sollte sich halt ins Gedächtnis rufen. Razer findet hier nicht das Rad neu, sondern Tatsache ist, man verwendet hier einfach nur, man setzt hier auf einen anderen Hersteller. Ansonsten kann ich eigentlich nur nochmal bestätigen, die MX Blue Switches im Vergleich zu den Green Switches von Razer, da habe ich keinen großartigen Unterschied gespürt, gemerkt, was jetzt auch nicht negativ ist, sondern das spricht ja eigentlich für den Fremdhersteller, der anscheinend dieselbe Qualität liefern kann. Wie es wirklich ausschaut, wird man erst in möglichen Langzeittests genauer sagen können. Also wenn wir die Tastatur noch etwas länger in Verwendung haben, auch es gibt auch noch keinen schriftlichen Testbericht, also zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir das Video machen, weil wir uns dann noch etwas Zeit lassen wollen, um eben zu überprüfen, ja, wie schaut es denn aus, halten die Dinge jetzt wirklich so lange oder werden wir schon nach 2-3 Wochen, gibt es eine böse Überraschung und die Hälfte der Tasten funktioniert nicht, kann ja möglich sein. Ansonsten die Orange Switches, vielleicht noch so als kleine Nebeninfo, die orientieren sich also von Druckwiderstand, von Auslöseweg an den MX Brown Switches von Sherry, also sind zweimal taktile Switches im Einsatz. Finde ich fast ein bisschen schade, dass man nicht auch lineare Switches verwendet hat. Ja, zum Beispiel, dass man was mit Reds in der Richtung macht oder die Black. Schade, würde ich mal an der Stelle sagen. Ebenfalls ein Punkt, der mich so ein kleines bisschen stört. Also man muss dazu sagen, die Razer Black Widow ist eine wirklich tolle mechanische Tastatur. Wir haben anpassbare Beleuchtung, wir haben dedizierte Makrotasten, wir haben Profile, wir haben USB-Audio-Anschlüsse, also alles, was der Gamer von heute braucht, also die Hardcore-Gamer. Was mich aber wirklich nervt, ist die Tatsache, dass obwohl hier definitiv günstigere Switches verbaut werden, dass man trotzdem denselben Preis verlangt. Also derzeit ist noch kein Preis Unterschied zwischen der neuen Razer Black Widow, also der 2014er Version und der 2013er. Zusätzlich muss man auch noch darauf aufmerksam machen, es gibt auch keine Namensänderung. Also die Razer Black Widow heißt halt Razer Black Widow und dieses 2014, das ist dann so quasi unsere Ergänzung. Da hoffe ich auch wirklich inständig, dass die Shops entsprechend auch das richtig immer hinschreiben und nicht, dass sich jemand dann die Tastatur bestellt und plötzlich vielleicht ein älteres Modell hat, noch mit den MX Plus Switches oder jemand möchte vielleicht gezielt die
Dynamics Blue Switches, kriegt dann aber die Green Switches. Also neuer Name wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber okay, nichtsdestotrotz, es ist eine tolle Tastatur, es ist eine wirklich geile Mech-Tastatur. Ich freue mich auch schon, wenn wir dann den schriftlichen Testbericht bei uns auf der Seite haben zu diesem guten Stück. Und ich kann auch nochmal bestätigen, also ihr müsst keine Angst haben, Razer hat hier wirklich gute Arbeit geleistet, zumindest man hat das Ziel erfüllt, hier was ein bisschen Konkurrenz in den Markt reinzubringen, der mechanischen Tastaturen, finde ich auch ganz nett. Und ja, ansonsten, wie gesagt, schriftlicher Testbericht zur neuen Razer Black Widow demnächst bei uns auf der Seite auf gamesum.net. Könnt ihr euch das dann alles in Ruhe durchlesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüdelü.